1. Seriös präsentiert. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 387. Hallo. Vom Petecast. Heute mit allen außer Christian. Schön, dass ihr dabei seid. What's up? Ich frage mich, wer kann mir von euch erklären, wie ein U-Boot verschütt gehen kann? Ja, das kann Peter, ich dir auch nicht erklären, Peter. wenn nur einer da ist, der das bedienen kann und der hat irgendwie einen Herzinfarkt oder so. Das wird doch über den Logitech-Controller gesteuert. von dem Mutterschiff. Also von, ich habe außerhalb das oder nicht? Ernsthaft, super. Dann haben die Funkverbindung abgerissen und dann ist so, so wie mit dem ferngesteuerten Auto. Wenn das außer Reichweite ist, dann ist doof. Also was ich mitbekommen habe: ein U-Boot mit Menschen, die gerne mal die Titanic sehen wollen und dafür die jemals unfassbar reich sind, 250.000 Euro zahlen mussten. Ist unterwegs gewesen und irgendwann gab es keinen Kontakt mehr. Und keiner weiß, wo das ist. Und das finde ich irgendwie krass. Krass, ne? Das ist einfach 10 von 10 beängstigend, weswegen ich niemals in meinem Leben in ein fucking U-Boot jetzt mal einsteigen werde. Was eh nicht passieren wird, aber. Ja, also, ich war ja schon mal in so einem Unterseeboot und das war eigentlich ganz cool. Das hat er aber auch selber gesteuert, der Typ, der da. Aber ich glaube, dass der Sauerstofferstickungstod weniger schlimm ist wie der Wassererstickungstod, aber. Das weiß ich nicht. Ist der Sauerstofferstickungstod nicht, dass man irgendwann sich einfach hinlegt und müde wird? Ja, aber das ist trotzdem ja unangenehm. Ist das nicht Kohlenmonoxid? Ich weiß es nicht. Achso, ja, das kann auch sein. Ich weiß es auch nicht. Ehrlich gesagt, habe ich da mir nie so Gedanken drum machen wollen. Aber Trinken dauert so 2 Minuten, in so einem U-Boot gefangen sein 2 Tage? 96 Stunden, bis die angeblich kein Wasser. Mega, da würde ich ja, Alter, da würde ich vorher meine Mutter fressen wahrscheinlich. Der Chat sagt uns aber die ganze Zeit, es ist kein U-Boot, es ist ein Tauchboot. Ja, ja. Weiß ich nicht ganz, was der Unterschied ist. Ich war auch in einem Tauchboot und nicht in einem U-Boot. Ah, okay. Und ja, okay, das ist halt, glaube ich, wie tief die können oder wie die dafür ausgelegt sind, wie lange die tauchen können oder so. Halt ich gucke nur kurz runter und dann tauche ich wieder hoch, die nicht aus eigener Kraft irgendwie auch dahin kommen. Weiß nicht genau wieder. Also es ist halt ein kleineres Tauchseeboot. Was ich aber nicht verstehe, ist, wieso kann man nicht herausfinden, wo das ist? Ja, das verstehe ich auch nicht, weil eigentlich mit Sonar oder so müsste man das schon hinkriegen, würde ich sagen. Keine Ahnung, das ist nicht so groß, ne? Ja, ist das zu klein? Ist das zu tief? Ist das, Ja, ich weiß halt, also die Frage ist da, also die ich mir stelle, ist, stelle vor, du hast einen riesigen Wassertank, ja? Dann schmeißt da so einen kleinen Stein rein, der einfach nur zu Boden will. Von mir aus selbst, der würde halt immer ein grobes Signal von der Richtung setzen. Und dann würde ich da halt ein paar andere U-Boote reinmachen, die das können. Davon gibt es nicht so viele, also ein paar andere Steine. Und ich denke mir so, selbst wenn der weiß, wo der ist, aber grob in die Richtung guckt, ist das wie Verstecken bei Tarkov. Also der kann vor dir sitzen im Klo und du guckst einfach an dem vorbei. Okay, das ist dann so. Also so wäre meine Interpretation. Wissen tue ich das nicht, aber so habe ich mir das vorgestellt. Ach, weil der Anbieter keine Sicherheitstechnik drin hat. Ja, so klingt das auch. Also für 250.000 Euro, da kann man zumindest gutes Essen verlangen, aber Sicherheit? Naja. Ja, die Theorie, dass quasi der ganze Boden natürlich auch voll ist schon mit irgendwelchen Teilen und das Ding jetzt wahrscheinlich irgendwo auf dem Boden liegt. Das ist halt dann, aber scheinbar leben die noch, weil die Küstenwache Klopfgeräusche registriert hat, habe ich mitbekommen. Okay. Dann jetzt. Also alle 30 Minuten gab es Klopfgeräusche. Okay, das ist alles so unheimlich. Also man kann Klopfgeräusche hören über weiß ich nicht wie viele Kilometer oder Meilen, aber man kann es nicht per Radar orten oder weiß ich nicht so nah. Was weiß ich, wie das ist. Das macht gar keinen Sinn für mich in meinem technischen Verstand. Deswegen, ja. Aber dann ist die Frage, selbst wenn die das Ding gefunden haben, wie wollen die denn so fucking Tauchboot bergen in, keine Ahnung, 4000 Meter Tiefe mit einem oder größeren sowas? Tauchboot? Ja, aber da gibt's bestimmt so Luftballons, die du dranhängst und dann fliegt das hoch. Da traue ich denen zu, das schaffen die. Okay. Dann brauchen wir eigentlich nicht viel. Also eigentlich brauchst du ja nur ein bisschen Auftrieb, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung. Können die nicht theoretisch über die Strömung schon, was weiß ich, wie viel Kilometer weit weg sein? Nicht, wenn du auf dem Boden hängst. Ja, aber ist dann überhaupt confirmed, dass die auf dem Boden liegen? Nee.
Ich finde das so komisch. Wie viele Leute waren da an Bord? Wusstet ihr da? Oder wisst ihr das? 5, glaube ich. 5 Menschen? Ja. Die dann da quasi in so einem kleinen Ding sind und... Ja, keine Ahnung. Boah, schlimm, ey. Ihre eigene Pisse jetzt trinken. Alter. Okay. Ja, ich hoffe mal, dass die da rauskommen. Aber naja, jede Stunde ist natürlich hart. Ich fand das auf jeden Fall höchst skurril, diese Meldung, muss ich sagen. Und da ich da selber noch nichts zu gelesen habe, wollte ich da mal kurz drüber sprechen. Es gibt Sachen, die man im Leben nicht machen muss. Herz zum Mond fliegen wäre aber schon geil. Zum Beispiel das. Ja. Schon geil. Würdet ihr, wenn ihr dann angeboten bekommt, in zum Mond fliegen? Nee, ISS fände ich cooler, weil die ist schwerelos. Mond wenn die Überlebenschance auf dem Mond größer ist als auf der Erde, weil die Erde mittlerweile 100 Grad hat, dann ja. Okay, ja, fair enough, aber ich meine so allgemein, mehr so unter dem Thema, ey, dann gehörst du einer zu wenigen Leuten, die auch schon mal am Mond waren. Auf ISS gar keinen Fall. Mir auch reichen. Aber wird dir reichen? Nee, aber ist nur der Mond angeboten, der ISS ist nicht angeboten. Ja, Mond auch cool. Dann bin ich ja vorher schwerelos. Auf dem Weg zum Mond ist man ja schwerelos. Aber was ist, wenn es quasi nur One-Way-Ticket ist? Ja, das du doch auf den Mond. Das ist ja mega doof. Da One-Way-Ticket, dann bist du tot oder was? Ja, kommst du dann nicht wieder zurück. Ja, ja super. Kannst, also, was hatte ich denn dann für einen Ping? 3 Minuten Fall, bei CS? Also, das geht ja nicht. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel sagen so, hey, wir müssen da jetzt eine Kolonie aufbauen, ja, und da brauchen wir halt Arbeiter, die da oben arbeiten. Ja. So, du kannst jetzt da rüber fliegen, aber du musst dann halt da oben bleiben, bis du halt stirbst. Auf gar keinen Fall. Nee, was mache ich denn dann mit Julius? Das geht nicht. Ja, nee, mit mir ist auch schwierig. Ne? Ja. Außerdem muss ich euch dann den Kanal überlassen. Das geht auch nicht. Ja, Mars ist vielleicht da realistischer. Da kommst du ja wirklich nicht mehr weg. Am Mond kommst du auch nicht mehr weg. Wie kommst du vom Mond wieder runter? Hä, hey, das haben die doch schon vor 50 Jahren gemacht. Ja, nee, aber ich... Ach so, du? Ja, okay. Das war schon was anderes. Ich sehe, wie aktuell einfach auch die SpaceX-Sachen da laufen, gut, das wird halt noch dauern, aber das ist halt, ne, so, dass die Dinger einfach immer explodieren. So, nee. Nö, du musst nicht sein. Ne? Aber du bist wenigstens schnell tot, wenn das Ding explodiert. Du bist halt instant tot. Das will ich aber nicht. Ja, so sterben allgemein. Ich möchte gerne noch Final Fantasy 17 und Diablo 5 spielen können. Und weiß ich nicht was. Aber danach kannst du ja sterben, das ist ja okay dann. Nee, dann will ich ja wieder Diablo 6 haben. So. Aber da kannst du aber noch lange warten. Ja. Ach, herrlich. Ich würde auch gerne über Final Fantasy 16 reden, aber ich habe noch mal sicherheitshalber nachgeguckt. Dürfen, glaube ich, nicht, ne? Nee, zeitlich ist es noch nicht so weit. Ernsthaft? Auch kannst wenn du schon über die Demo über die Demo könntest du sprechen, aber da hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche. Haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Noch keine Streams online. Also, ich sehe jemanden, der gerade Final Fantasy. Ja, okay, aber vielleicht die Demo. Oder früher, durchballern steht da Ausrufezeichen. Oder früher im Shop bekommen und keine Ahnung von irgendeinem NDA. Wir haben halt Review-Copies bekommen und ja, da sind halt Regeln dann verknüpft. Nein, ich ja, da sind wir, das werden wir dann im nächsten Podcast nachholen. Auch bestimmt, was steht ab 16 Uhr, Sepp. Ne? Muss auch immer bis zum Ende lesen. Ich habe gar nichts gelesen. Ich habe nur gesagt, also. Doch, du hast gelesen, da steht durchballern. Ja, und dahinter steht ab 16 Uhr. Ja. Ja, das kann aber auch sein, ab 16 Uhr bin ich krank, steht dann noch, ne? Also. Ich kann allerdings sagen, weil das ist halt fucking öffentlich zu lesen, die Famitsu, das ist eine japanische Videospielzeitschrift. Mhm. Aha. Die ist eigentlich, ich würde sagen, das ist die bekannteste Videospielzeitschrift aus Japan. Nie gehört, okay. Die ist jetzt schon für Abonnenten quasi, die kriegen das ja immer dann so ein bisschen früher zugeschickt, war früher bei der GameStar ja auch schon so. Aha. Und da ist auch schon Final Fantasy 16 Review drin und hat da 39 von 40 Punkten bekommen. Ja. Das ist schon stark. Die haben aus irgendeinem komischen, weirden Ding haben die nur 40. Und das, obwohl das nicht mehr auf japanischer Stimme synchronisiert ist. Ja. Ich glaub, das ist irrelevant. Jay hat ja, stimmt, also die Demo, die Infos können wir ja nochmal ein bisschen droppen, weil Jay hat ja dann, nachdem ich letztes Mal ein bisschen was dazu erzählt habe, hat Jay die Demo auch nochmal gespielt und die deutsche und die englische Synchro zum Beispiel ausprobiert. Sehr, sehr geil, ja. Also deutsche, also, ne, also das Besondere an diesem Final Fantasy 16 ist, wie gesagt, dass es nicht mehr auf Japanisch synchronisiert ist und dadurch du nicht mehr so komisch abstockende Sätze hast, die Englisch und Deutsch sind, sondern damit halt die Lippensynchro passt, weil halt die Sprache von Japanisch zu Englisch oder ich sag mal europäisch halt komplett anders ist. Und dadurch hast du halt viel
bessere Sätze in der deutschen und englischen Fassung. Und das ist ganz nice. Englisch fühlt sich an wie Game of Thrones. Also du hast super viele britische Akzente, was also auch ganz cool ist. Und Deutsch ist halt auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich spiele es auf Deutsch. Die haben dann aber alle Hochdeutsch, weil ist irgendwie, wenn du so Fantasy-Sachen hast, dann reden die alle immer mit Akzenten. Weißt du, der Zwerg ist der schottische Akzent und so weiter und so fort. So diese klassischen Dinger. Aber wenn du dann den deutschen Synchro machst, reden die auf einmal alle Hochdeutsch. Also die deutsche Stimme von... Meinst du vorurteilfrei? Nee, das ist halt ja dann schon ein bisschen langweilig. Die deutsche Stimme von Clive ist ziemlich nice, finde ich. Ja. Ich finde trotzdem auch, dass die... Ja, also stell dir mal vor, da kommt einer an, der Sächsisch redet. Ja, deswegen, das will ich nicht. Das finde ich jetzt so witzig. Das will ich gar nicht. So, die Zwerge cool müssen finden. Immer Hamburger Akzent haben. Oder viel Sprüche dabei. Ja, natürlich die Hamburger vor allem. Ein Hamburger Akzent, weil die auch immer unter der Erde leben. Ja, dafür sind die Hamburger bekannt. Ja gut, mit leben die Schotten unter der Erde? Ja, aber wer hockt denn sonst aus, so in Deutschland unter der Erde? Ja stimmt, Zwerg und Bayerisch finde ich gut, weil die Zwergen halt auch alle so Bier saufen. Ach echt, wegen den Bergen, mega. Ja, jetzt müssen wir hier nochmal rein in den Berg. Alter, nee, auf mal, gar keinen wie tief Fall. Kommen wir denn heute, sag ich mal? Das wäre halt einfach, so, das wäre ganz schlimm. Und bei Game of Thrones gibt es doch auch dieses Volk, was quasi mit dem Meer immer, da wirst du doch im Meer getauft. Iron Islands. Ja, genau. Die werden dann die mit dem Hamburger Akzent. Also ohne. Oder nur am Anfang. Gar nicht. Ne? Und dann wirst du hier getauft, nicht? Und ja, genau, so die ganze Zeit. Aber ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Zwerge gibt. Bei Final Fantasy? Ne, ich glaube nicht. Also ich habe keine Enden gelebt. Bisher sind alles Menschen. Weiße Menschen. Da gibt es doch nicht viel. Das stimmt. Also, da habe ich noch gar nicht drauf, das ist mir nicht mal aufgefallen, aber jetzt wurde das. Vielleicht trefft ihr ja später noch. Also es ist alles so klein im eigenen Land und dann werden die noch andere Länder. Ah, oder das ist einfach von Japanern entwickelt. Da kann man auch vorstellen, dass das eher anders so ist, wie Peter sagt. Also, das ist schon, nicht so abwechslungsreich, was das angeht, aber was ich von der Demo kenne. Aber die Story ist so, du hast ein großes Land und da sind halt fünf Königreiche, die sich da entwickelt haben, um so Kristalle rum, die dann da sind. Weil die Kristalle sind super wichtig, weil damit kannst du Magie machen. Und die hassen sich alle, weil deren Land kaputt geht. Weil die Magie benutzen? Nee, das Land fault. Aus den Kristallen? Das Land fault. Ah, hier so Klimakrise und so. Ja, vielleicht. Quasi so vom Prinzip her. Gibt's auch Leute, die sich auf die Straße kleben. Ich find das, also das Setting und alles drumherum hat mich sehr irgendwie von Game of Thrones auch erinnert. Ja, wegen diesen fünf Königreichen, die im Krieg sind und so weiter. Keine Ahnung, ob es dann letztendlich da irgendwie so einen Superkönig gibt, wie halt Königsmund, King's Landing, weiß ich jetzt gerade nicht hier. Also das ist schon ziemlich cool bislang. Die Demo. Ja. Das war cool. Ich werde heute Abend mal reingucken. Ihr habt mich auf jeden Fall ein bisschen gehypt. Das lohnt sich. Also macht Bock das Kampfsystem. Das Float finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Weil das ist, also die sind halt, die hätten es auch Final Fantasy 1 nennen können, habe ich das Gefühl. So vom Prinzip. Weil es halt komplett ein Reset ist im Endeffekt. Es hat eigentlich kaum was gemein mit den alten Final Fantasies, außer Chocobos sind drin. Ja. Und die Musik erinnert mich manchmal dran. Espa sind drin, stimmt. Also sowas wie Ifrit und Shiva und so, die sind natürlich ganz wichtig. Die sind das Wichtigste selbst. Ja, mit Abstand das Wichtigste. Und endlich sind Espa mal Espa, wie man es halt so will. Ja, die waren so voll scheiße, wenn du die nicht essen könntest. Gantös und Slash und so alles, oder? Was ist das? Trailer gesehen, die sind groß gottähnliche Wesen, würde ich sie bezeichnen, glaube ich. Und also. Das sind halt quasi Menschen, also das lernt man halt auch in der Demo, du kannst halt als Mensch wirst du dann dazu. Ah, und kannst das dann auch steuern oder halt auch nicht, je nachdem wie krass du bist. Ja. Ja, also und wie gesagt, dieser Reboot ist da so, dass da irgendwie der Macher oder einer, der sich speziell auf das Kampfsystem damals von Devil May Cry, weiß glaube ich, 5 oder sowas gemacht hat, hatte ich gelesen. Ja. Der ist quasi auch für das Kampfsystem in jetzt Final Fantasy 16 verantwortlich und das merkt man. Also, aber das ist auch cool. Ja, das ist nicht mehr so rundenbasiert, das ist sehr aktiv und du
spielst auch nur noch einen Charakter. Und ja, also besser. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also macht schon. Aber habt ihr durch die Demo auch Einblicke bekommen in, ob du irgendwie eine Crew um dich rum aufbaust oder bist du immer so. Also bei der Demo bist du die ganze Zeit alleine. Das stimmt nicht. Also ja, du kannst keine anderen steuern, Entschuldigung. Also ja. du kannst halt immer nur dich selber steuern, dich begleiten tun, aber immer unterschiedliche Leute. Ja, genau, aber die steuern dann sich selber, ja, der NPC oder sonst was. Aber du hast keine eigene Crew, sondern sind immer so ein bisschen Randos, die. Nee, Randos sind das nicht. Die sind schon alle storytechnisch sehr relevant. Ja. Ja. Okay. Aber das ist jetzt nicht so ein Ding wie bei Mass Effect. Genau, so wie das ich ist das so deine eigene jetzt. Aber halt, so die Demo bisschen macht halt, ne, die spielt ist quasi, da kannst du noch nicht so viel von ableiten auf das Hauptgame. Ich hatte den Hot Take getwittert, wenn da die Qualität von der Demo hält, dann ist das für mich auf jeden Fall mindestens Anwärter zum Spiel des Jahres. Da muss ich ja nochmal gucken, was Diablo sich so entwickelt. Zeitlich wird wahrscheinlich Diablo gewinnen, aber das ist für mich nicht das Ausschlaggebendste, finde ich. Weil wenn dann halt so ein Grindy-Spiel ist, dann spielst du halt logischerweise auch einige Stunden. Aber ja. Ich würde doch sogar, also bei dir ist so, wenn ich das richtig verstehe, bei Diablo auch dieser Grindy-Faktor eher negativ, weil man zu krass lange so einen Down hat. Nee, nicht wenn das ein cooles Grinden ist. Er weiß ja nicht. Doch, bis zu einem bestimmten Level schon. Also Diablo ist ja auch Grinding, halt, ne? Krass. Genau, also Diablo ohne Grinding funktioniert ja nicht. Ja, ja, aber das kann ja ein gutes Grinding sein. Aber wie wäre denn Diablo ohne Grinding? Dann bekommst du einfach so eine Kiste, wo du dir deine Items aussuchen kannst. Ja, oder so wie halt Diablo 3 gegen Ende oder sowas. So, dann bist du halt auch innerhalb von, weiß ich nicht, kurzer Zeit dann Max-Level. Das ist halt dann auch nicht so spaßig, ne? Nee. Ich habe aber, hatte ich auch letztens im Stream schon mal angesprochen, ich habe so eine ein paar Kommentare gesehen, so verschwörungstheoretisch mäßig, dass Blizzard mit Diablo 4 Sachen zurückhält, und um sie dann als innovativ darzustellen in den nächsten Seasons, die sie halt in Diablo 3 schon längst implementiert hatten und die sich auch gut als gut dargestellt haben. Beispielsweise, dass du so nur 4 Truhen hast und bei Diablo 3 hattest du halt alles voll und so. Aber hattest du bei Diablo 3 von Anfang an auch unendlich viele Truhen? Nee, das ist richtig, aber ist das dann die Innovation? Sollte nicht Diablo 3, das sollte nicht, gerade die Quality of Life Sachen, sollten die nicht schon direkt drin sein, wenn sie schon vorhanden sind? Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, ob die das als Progress sehen, dass das quasi, du hast am Anfang 4 und du kannst den Leuten halt nicht von Anfang an unendlich viel geben, das ist halt über Zeit dann besser, weil das dann halt sich besser anfühlt. Ja, du musst aber, ja, okay, aber es fühlt sich auch nicht gut an, wenn du super viele Sachen sammeln musst, theoretisch, diese ganzen Aspekte, und ich einfach nur Platz habe für, ich sag mal, 2 Charaktere. Bei 3 Charakteren kriege ich Platzmangel, bei meinem aktuellen Ding, und müsste Mules kreieren. Kannst du, also da die Aspekte, die nimmt man ja von diesen Items, kann man die runternehmen und dann gibt es dafür ein extra Inventar, das Aspektinventar. Ja, das ist natürlich dann irgendwann voll. Dann packst das ist begrenzt. Okay, ja, alles klar. Ja, okay. Ja, also, okay, und dann ist die Truhe halt irgendwann voll und dann, ja, verstehe die Problematik. Also, wie gesagt, das gab es vorher schon und keine Ahnung, das Reittier fühlt sich nicht fertig an. Es sind so viele Sachen. Was ist das Problem beim Reittier? Das ist super clunky. Die Leertasten funktionieren nicht. Das mit dem, ich finde, die Steuerung ist einfach komplett beschissen. Aber das ist zumindest was Neues, wo ich noch nachvollziehen könnte, weil das ist ja nicht unbedingt ein. Das gab es in Diablo 3 nicht. So. Ja, verstehe. Keine Ahnung, Edelsteine sind komplett irrelevant. Wenn du die 5 hast, so, die du brauchst, die, wenn du die, weil du die nicht verlierst, wenn du wechselst sozusagen. Nicht, ja, das ist ja nicht mal das Problem, aber bei Diablo 3 brauchtest du halt das Zeug, um das irgendwas damit zu craften zum Beispiel. Das wird doch über die Season und die müllen dir halt einfach dein Inventar noch zusätzlich. Ja, genau. Das ist halt, das ist aber nicht das Richtige, wenn man sagt, das wird über die Season ja noch kommen. Ja, das ist ja gar kein Problem. Das wird über die Season noch kommen. So. Verstehe. Also da möchte ich im Nachhinein doch Diablo doch da oder Blizzard dafür schon kritisieren, dass halt Sachen, die es schon in den Vorgängern gab, Quality of Life Sachen nicht implementiert wurden in das Spiel. Verstehe.
Das heißt, du verkaufst die Edelsteine jetzt nicht, obwohl du sagst, die sind irrelevant. Die sind ja nicht mal was wert. Also ich habe sie alle weggeworfen. Ah, du hast ja, die kosten, die bringen mir 20 Gold. Das ist für mich mit 20 Gold, wenn einmal umrollen, also irgendwie eine Million kostet. Das ist witzig. Ja, aber was willst du damit machen? Ja. Das ist halt super dumm. Nehmen halt nur Platz weg, war, den du ja nicht hast. Ich weiß, also ich habe ja. Das ist halt nicht smart teilweise. Und, ja, nee, habe ich mir schon letzte Woche mal drüber aufgeregt, dass halt, dass sie halt eher Sachen nerven, anstatt sie halt zu alles ist andere zu. Ist das immer noch waffen. So? Weil ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel gespielt. Ich habe jetzt in Fortnite reingeguckt. Ja, guck mal, da hättest du ja auch mal was sagen können. Fortnite 10 von 10 awesome. Ja, neue Season ist da angefangen, genau. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich ganz witzig, wenn ich irgendwann, vielleicht schaffe ich das ja und hab dann Optimus Prime und kann damit Sepp abschießen und mit Fortnite turnieren. Ja, weil ich habe ja die neue Season auch schon gespielt von Fortnite. Okay. Aber ich finde alle Belohnungen bis zu Optimus Prime eher uninteressant, muss ich leider sagen. Also ich verstehe es auch nicht. Also ich finde die Season auch dann dahingehend schwach, was den Battle Pass angeht. Ich habe zumindest keine anderen Skins. Von daher ist jeder neue Skin für mich was Gutes. Ja, okay, fair enough. Ja, was ich halt cool finde, ist halt dieses auf Reittieren unterwegs. Aber ja, find ich nice. Transformers ist halt offensichtlich auch nicht so cool wie Star Wars. Das ist natürlich auch schwer entgegenzuhalten. Also ist halt, ich glaube, dafür Sepp mir zustimmt, dass selbst Transformers nicht so cool ist wie Star Wars. Tut mir leid. Also nicht, Sepp, also, würdest du da zustimmen? Oh, da wird schon überlegt. Oh, wild. Okay, hätte ich jetzt eigentlich auch ähnlich geschätzt. Oder Dragon Ball oder sowas ist cooler. Also Dragon Ball ist auf jeden Fall cooler. Also das Moment. Das heißt, du musst jetzt gerade drüber nachdenken, ob Star Wars und Transformers auf einer Stufe stehen. Dragon Ball stand natürlich direkt über Transformers. Aber eigentlich müsste die Überlegung ja sein, ist Dragon Ball oder Star Wars cooler? Dragon Ball. Star Wars hat ja auch diesen Bruch, und das finde ich ganz schwierig bei Star Wars. Star Wars hat den Bruch, dass sie halt früher cool waren und die neuen irgendwie. Ja, nicht wie Transformers, die sind durchgehend cool, ne? Nee, ja, deshalb habe ich da auch den Struggle. Die neuen Transformers sind auch kacke. Also der neue Film fand ich nicht so ganz so geil. Lange Pause. Ja, das hat weh, oder? Das hat richtig weh, das über die Lippen zu bringen. Also deshalb ganz fand kurz ich auf. Nicht so geil. Mit einer 5-Sekunden-Pause. Das ist halt echt so. Ja, also gibt es denn noch was in der Entertainment-Branche, Sepp, was bei dir über Dragon Ball steht? Gab es nicht bei Dragon Ball auch eine Scheiß-Serie? Oh, also ganz viel im Anime-Bereich. Anime-Bereich ist mega gut. Dragon Ball. Wie heißt das nochmal? Das habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. GT, sagt Jake gerade. GT, ja, genau. GT. Das war nicht so geil, aber das war im Verhältnis war so lange nicht so schlimm wie das, was Transformers jetzt gemacht hat. Oder was Star Wars teilweise gemacht hat. Also du findest die meisten Anime-Franchises oder viele schon Anime-Franchises besser als sowas wie Star Wars. Ja. Wie findest du Marvel? Marvel finde ich auch schon Top-Tier. Boah. Marvel ist schon insane. Marvel, also Marvel findest du geiler als Star Wars? Ja. Boah. Also wenn ich jetzt die Serien ausklammer. Weiß ich nicht, Digga. Doch. Kommt drauf an, also ich fand die letzten Marvel-Filme aber auch nicht so schlecht. Also auch ein Ant-Man, was halt irgendwie über Breitseite gekriegt hat, ich fand den jetzt nicht so schlecht. Also da fand ich ihm Eternals deutlich schlimmer. Eternals war wild, Eternals war nicht so geil. Aua. Aber das auch der neue Spaß. Guardians of the Galaxy war für mich auch eine 10 von 10. Also. Habe ich alles noch nicht gesehen, muss ich also sagen. Also gönn dir den. Ich weiß nicht natürlich, ob dich Guardians jemals groß angesprochen hat. Ja, doch, die ersten zwei Teile fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Ja, dann ist das eine ziemlich gute Abrundung. Ich würde sagen, der erste Guardians Trilogie. Of the Galaxy ist mit dem ersten Iron Man mein Lieblings-Marvel-Film. Guck dir am besten dann nochmal, wenn du Lust dazu haben solltest und nicht mehr so hundertprozentig weißt, kannst du dir dann beide Guardians-Teile geben und den Infinity. Boah, nee, du, wow, das ist so. Mir jetzt schon alles viel zu viel. Ich glaube, da bist du richtig, da bist du vorbereitet für Guardians 3. Ich muss Final Fantasy spielen, ja. Und morgen gucke ich mir den neuen Indiana Jones an, da bin ich auch mal gespannt. Aber oha, der sah im Trailer. Ich habe den Trailer noch nicht mal gesehen. Interessant aus. Ja, den habe ich halt gesehen, bei Transformers gab es den Trailer. Ist Harrison Ford komplett
CGI'd oder macht der echt noch irgendwie so schnelle Bewegungen? Macht der da drin schnelle Bewegung? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ich frage mich halt nur, wie alt ist denn der? 80? Warte mal. Harrison Ford ist doch ewig alt, oder? Der ist auch bei der Premiere dabei. Mal also gucken, ob er zu Staub zerfällt. Der sah alt aus in dem Film. Der ist 80, ja, genau 80. Der ist 42 geboren, Scheiße, Alter. Da lief noch der Zweite Weltkrieg. Dann gönnt er sich noch Harrison, Ford. Ja. Dann gönnt er sich noch Indiana Jones, ey, krass. Er ist ein Arbeitstier, Junge. Da muss man schon so sagen, ne? Ich hab einfach Bock. Ja, also, warum nicht, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Verstehen, für wenn da jemand klopft mit so ein paar Millionchen an meiner Tür, dann würde ich mit 80 sagen. Für mit 80? Junge, der war einfach. Der war in jedem Star Wars-Teil. Der braucht kein Geld mehr. Also, das kann richtig. Ich mir nicht vorstellen. Dass der aber noch er möchte, du weißt, das ist so sein Lebenswerk und das hat kein richtiges Ende bekommen. Jetzt kann er sagen, jetzt der Ende. Der hat die ganze Indiana Jones-Reihe gefranchised, also mit seinem Indiana Jones-Auftreten. Also ich glaube, wenn er etwas nicht braucht, dann ist es Geld. Ja, aber vielleicht hat er ja richtig schlecht in Aktien investiert. Ja, okay, dann kann natürlich oder der hat halt einen gemacht wie hier Nicolas Cage. Ja, genau. Der hat es ja auch irgendwie geschafft, dafür zu sorgen, dass der nicht mehr ganz so viel Geld hat. Ja, aber come on, Nicolas Cage ist ja wohl der... Das ist doch mal ein kleiner Unterschied. Ist ja wohl auch mal ein Unterschied zu Harrison Ford, oder? Was so... Ja, der hat auch coole Filme gemacht, definitiv, aber Nicolas Cage war niemals Teil eines der Gesichter von einem ganzen Franchise-Film-Serie, von einer Film-Franchise-Serie. Holy shit, ey. Film-Franchise-Serie. Film-Scheiß, finde ich gut. Ja, Harrison Ford ist demnächst auch bei diesem komischen Horror-Game, wo Nicolas Cage jetzt... Dead by Daylight, so heißt er. Entschuldigung. Da kann man schon ein bisschen Respekt vorhaben vor dem Spiel. Nein, auf jeden Fall. Ist ja auch ein geiles Spiel. Ich habe gerade kurz vergessen, wie es heißt. Muss man aber auch nicht. Da ist aber zum Beispiel beim neuen Indiana Jones spielt ja, glaube ich, als einer der Bösewichte Mads Mikkelsen. Und ich bin ja ein Riesenfan von Mads Mikkelsen. Also das fand ich aber weird, weil ich habe direkt gedacht, scheiße, ist Indiana Jones jetzt auf einmal irgendwie James Bond? Hä? Wie James Bond? Sind da nicht auch wieder Nazis im Spiel? Ja, nee, wegen Matt Mikkelsen, weil er halt connected der immer mit James Bond. Für mich gar nicht. Stimmt, da habe ich ihn aber auch schon. Das erste Mal gesehen, glaube ich. Oder offensichtlich bemerkt, glaube ich. Ja. Für mich ist das Hannibal zum Beispiel, weil in der Serie hat er Hannibal gespielt. Nein, nicht gesehen, deshalb. Aber also, so connected, das ist halt immer das Problem mit den Schauspielern, deshalb war das ja auch für den Schauspieler von Edward so schwer aus dieser Girly-Schiene rauszukommen und einen normalen Film zu machen. Du meinst weil Edward alle ihn immer mit den connected haben. Was? Du meinst Edward mit den Scherenhänden? Ich glaube, er meint der Vampir. Du meinst hier, fuck, wie heißt er denn nochmal? Ja, hier Harry 50 Styles. Shades of Grey, ne? Harry Styles. Der hat doch jetzt ja auch Batman gespielt. Ja, Shades of Grey. Genau. Robert Pattinson. Alter, bis zum Morgengrauen oder so. Ja, Twilight! Twilight! Jetzt haben wir's, meine Güte, ey. War schon eine gute Kooperation zwischen uns. Boah, war der Brain of Castle. Ich habe jetzt nicht so viele Mads Mikkelsen-Filme gesehen, aber der letzte, den ich gesehen habe, war Mads Mikkelsen, Teil 3 von Fantastische Tierwesen und da war für mich der absteigende Ast. Ja. Weil der war, und da war auch Mads Mikkelsen, Oh, das ist natürlich Mads nicht so Mikkelsen. Gut. Also hat mich nicht abgeholt. Der Matze Mikkelsen. Das war sogar der letzte Film, wo er mitgemacht hat. Fantastische Tierwesen. Aber hier, guck mal, wisst ihr, wer nochmal einen drauflegt? Tom Cruise macht auch nochmal Mission Impossible. Der braucht auch Geld, weil Scientology ja auch immer mindestens 99% von seinem Gehalt abzwackt. Also, das ist richtig. Das ist natürlich, da verstehe ich das. Ich glaube, Tom Cruise wird auch noch einige Mission Impossibles machen, oder? Ich hatte das jetzt nie so... Tom Cruise ist ein Cyborg, oder? Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn das ein Roboter wäre, ganz ehrlich. So ein Echsenmensch oder so. Ich finde das halt so krass, weil er macht ja so viele Stunts halt noch selber und die sind einfach immer so insane. Wow, Respekt. Aber sonst finde ich den Mann komisch. Ja, die Mission Impossible Filme sind wirklich, wirklich gut. Ja, alle? Außer der zweite.
Was? Der zweite war auch gut. Ne, der zweite ist beschissen. Alter, die Frau war voll heiß. Alter. Die Frau in Teil 2 war voll heiß. Aber der war trotzdem beschissen. Meinst du, ich fand hier Tandy, Tandivel Newton? Warte mal. Tandivel Newton? Ja, ich kann die nicht aussprechen, wie die heißt. Tandivel. Warte mal. Ja. Die Tandivel, genau. die ist Evil Newton. Die war doch heiß. Ja, aber das ist so also vielleicht 2002 oder so, aber jetzt ist klar, auch, Filme können doch durchaus in der Qualität 2000 mit der Attraktivität der Darsteller ändern. Bond ist Fair das nicht so. Das geht natürlich schon. Das Andy stimmt. Barry war irrelevant für James Bond. Ja. Das war auch mein erster James Bond, den ich gesehen habe. Die Another Day. Da hat Madonna damals ein Musikvideo für gemacht, oder? Ja, das ist richtig. Jo, Thandie Newton kenne ich. Dachte mir gar die hat nichts. Doch auch hier in... Ah, lol, die hat in Westworld gespielt. Westworld, genau, in Westworld. Oh, die ist diese komische, Truller da, die Prostituierte. Ja, die war eine der Prostituierten. Ich habe aber auch nur die erste Staffel gesehen. Und dann Teil der zweiten und danach war das nicht so geil mehr. Vergiss den Teil der zweiten und erinnere dich nur an die erste. Ja, genau dann, so habe ich das auch gemacht. Dann ist perfekt. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln hat Westworld? Drei mittlerweile, vier. Und die zweite und die dritte war Hardcore-Uff, sodass ich die vierte dann auch nicht mehr angeguckt habe. Sehr gut. Also, wahrscheinlich wird dieses Initialthema wird immer irrelevanter und es geht immer mehr dann um so um zwischenmenschliche Sachen zwischen Robotern. Nee, es wird mehr so ein Riesending. So Roboter versus Menschheit und das geht dann gar nicht mehr um den Park und so, sondern halt um... Boah, wie langweilig. Ja, alles so ein bisschen. Die fünfte wurde gecancelt, ja, wundert mich. Ja, Schade eigentlich, weil da war ja der große Nachfolger eigentlich von Game of Thrones. Also die erste Staffel war halt insane, die hat mich so krass abgeholt. Und nur deswegen habe ich mir die zweite und die dritte überhaupt noch, habe ich mich da durchgequält quasi. Dass du dich da durchquälst, nachdem die zweite schon so scheiße war. Mich hätte Grey's Anatomy in der Corona-Staffel verloren. Oh, wie vierte Staffel ist? Oh, das ist ja dann. 18. oder 17. war das. Grey's Anatomy in der 18. Staffel. Also danach war richtig das wieder schmutz, gut. Ey. Ach so. Aber die Corona-Staffel fand ich scheiße. Also da haben sie dich ja gar nicht so ich richtig find grade, ich finde gerade viel krasser, wie schnell du die durchgeguckt hast. Hä? Ich kann mich vor noch gar nicht so langer Zeit zu hören, hast du mir irgendwie erzählt, so, ich habe mal mit Grey's Anatomy jetzt wieder angefangen oder so. Das stimmt gar nicht. Ich habe schon seit Ewigkeiten haben wir die durchgeguckt. Cool. Seit Ewigkeiten. Dann habe ich das falsch gemacht. Ich dachte so, Alter, du hast jetzt ja richtig reingesuchtet. Nee. Brooklyn Nine-Nine bin ich jetzt durch. Und das ist immer noch eine Serie, die ich jeden ans Herz legen will, wenn man lachen möchte. Ja, die finde ich auch toll. Die war die. Scrubs, Water Family. Das ist auch zum Glück eine Serie, die auch nicht das schlechteste Ende hatte. Es war jetzt nicht vielleicht das perfekteste, aber wenn ich so How I Met Your Mother denke oder sowas, eieieiei. Also da fand ich Brooklyn Nine-Nine schon ganz gut. Also, bin ich bei dir. Die haben in den späteren Staffeln das auch irgendwie noch besser hingekriegt, ernste Themen mit Comedy zu verbinden, was ich auch sehr nice fand. Ja. Hat mich immer gut abgeholt. Auf jeden. Ich habe Community jetzt angefangen. Oh, geil. Und die erste Staffel ist ein bisschen hart. Ja, finde ich auch, weil die erste Staffel gar nicht das zeigt, was die Serie eigentlich nachher macht. Okay, also ist später besser, oder was? Nee, die ändern ihr Konzept komplett. In Staffel 1 sind sie ja quasi so Community-College und was da so passiert, mehr oder minder. Ja. Und ab 2 ist es das, was sich die Leute im Community-College vorstellen. Und dementsprechend ist da alles dabei. Was sich die Leute vorstellen? Ja, ab der zweiten Staffel wird es ein bisschen abgedrehter, sagen wir mal so. Die erste ist noch so ein bisschen, kriegt der Typ die Frau... Ja, so, darum geht's. Ja, genau. Und bei der zweiten geht man dann mehr Richtung, okay, lass uns von diesen klassischen Sachen etwas verabschieden und einfach lustige Sachen machen. Okay. Ja, und dann haben sie teilweise, also Bettenland und Kissenstadt oder wie das hieß, alle immer noch. Ja, und die Call of Duty Folgen. Also ist Community cool, oder was? Ja, ich liebe Community. Ich liebe Community auch cool. Wirklich so, jetzt sehr. Die allerletzte Staffel, die hat mich dann irgendwann verloren. Ja, die hatten große, da gab es natürlich dann auch wieder Probleme. Der Show-Ersteller hatte Stress, dann hat der eine Staffel nicht gemacht, die vierte, glaube ich. Und dann ist der ab der fünften erst wieder dazugekommen oder so. Bin ich auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das genau gelaufen ist, aber da gab es auf jeden Fall Beef. Alter, ich finde diese Folge immer noch, wo die Pen and Paper spielen und Cheng einfach sich so
gefühlt 90 Tage vorbereitet und dann so 30 Sekunden. Die Pen and Paper Folge ist meine absolute Lieblingsfolge und die gibt's halt nicht mehr bei Netflix. Diese Musik auch, ja, ich weiß, wegen dem, wegen, Blackface, weil er sich halt angemalt hat. Ja, genau. So. Genau, wegen dem. Ja, der, du hast halt einen Lehrer, der da mitspielt und der. Genau, der spielt halt einen Dark Elf. Genau. Und er ist halt komplett verkleidet. Ich aber smarter lösen können wahrscheinlich, ne? Ja, das, ich glaube, das war damals auch einfach noch nicht so ein Thema, dass das überhaupt ein Problem werden könnte, ja, weil das ist halt ein Dunkelelf einfach nur. Ach, das ist im Nachhinein dann zum Thema, ja gut. Ja, genau. Aber auch die Musik und diese Szene, wenn er rausfliegt, ist einfach so geil. Ja, das ist schon wirklich eine sehr coole Folge. Roll, Defense, 20. What? Shank, give me your cheat. Ja, mega, mega Serie, kannst dich drauf freuen. Okay. Dann werde ich das mal angucken. Glauben wir, Nintendo, wir, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir können ja mal so ein bisschen spekulieren, damit das lustig ist für die Leute, die es dann im Nachgang hören. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es so, dass in ungefähr anderthalb Stunden Nintendo eine Direct macht, die sie ganz kurzfristig angekündigt haben, um noch geil über Spiele zu reden von der Switch. Glauben wir, da könnte was Geiles kommen? Ja, wenn du ganz spontan eine ankündigst, gehe ich eher von ja aus. Weil das würdest du ja nicht machen für, ja, geil, wir haben jetzt hier, keine klingt Ahnung, wie, irgendeinen Scheiß, weißt du? Klingt eher wie, wir haben irgendwie Probleme und müssen das nochmal schnell zeigen, irgendwas. Klingt für mich so wie, okay, cool, wir werden doch mit Mario dieses Jahr schon fertig, noch schnell ankündigen. Ich meine, so richtig Probleme können sie ja nicht haben. Die haben gerade ihr Zelda rausgebracht, was ja, glaube ich, schon ein ganz guter Erfolg war. Jo. Oh. Und die Frage, also Pikmin wird, über Pikmin wird auf jeden Fall viel geredet, weil das, haben sie schon auf Twitter geschrieben, ist ein Thema. Aber ob die da jetzt noch was Neues für dieses Jahr ankündigen, wäre ja cool. Ich habe schon gelesen, es könnte sein zum Beispiel ein neues 2D-Mario. Ist die Frage, freut man sich darüber? Freut man sich über ein neues 2D-Mario? Nö, aber wir mit einem neuen 3D-Mario. Ja, das fände ich auch ein bisschen cooler, sag ich jetzt mal. Weil die 2D-Marios, ja, ich meine, Mario ist natürlich immer nice, aber ob das dann noch einen von den Socken holt, weiß ich nicht. Für die Leute, die jetzt hier gerade live bei uns im Stream zuschauen, wir können leider nicht auf die Direct reagieren. Das wurde zu kurzfristig von Nintendo angekündigt. Wir haben leider keine Zeit dafür. Nee. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also mich wundert immer noch, dass sie nichts zu Pokémon haben und dass dieses Jahr nur Pokémon-DLCs vorauskommen werden, was okay ist, weil sollen sie lieber warten, bis die Switch rauskommt, eine neue, oder sollen Game Freak feuern? Okay, ja. Das würde nicht passieren. Also, ja, weiß ich nicht. Viel mehr andere Nintendo-Titel interessieren mich nicht, weil Tears of the Kingdom vor kurzem rausgekommen ist. Oder Mario Kart natürlich, klar. Also gibt natürlich so ein paar. Aber es kommt auch gerade noch Karten raus für Mario Kart. Ja, deswegen wird wieder 5 Jahre dauern. Glaube ich da auch nicht dran. Deswegen glaube ich da auch nicht dran. Aber ich würde mich freuen, wenn wir positiv überrascht werden, dass irgendwas Cooles kommt. Ja. In dieser Nintendo Direct. Werden wir dann bestimmt nächste Woche drüber sprechen. Ich habe noch mal, ich würde jetzt mal ein. Ja, was denn? Nee, ich brauche auch noch mal gleich eure Meinung. Aber wenn du halt erst was machen möchtest. Ich will einmal die erste Frage machen, weil ich glaube, da reden wir länger drüber. Ja. Und zwar schreibt Lukas: Diese Woche wurde bekannt, dass der Streamer XQC, das ist, glaube ich, der größte auf Twitch, ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Dollar von Streamingdienst Kick erhalten hat. Aktuell gibt es ja viele Diskussionen rund um Twitch. Was ist eure Meinung zu diesem Deal und könnt ihr euch ebenfalls vorstellen, Twitch zu verlassen? Für 100 Millionen ja, bin ich ganz ehrlich. Für 100 Millionen wäre ich auch dabei. Moralisch, also da das Tisch, da, das ist da ich noch nicht, 2 Jahre oder nicht? Ja, aber da ich ja noch nicht, das, den Vertrag auf dem Tisch liegen habe, finde ich, also es ist halt trotzdem moralisches Blutgeld, was er da annimmt, ne? Quasi. Also das ist Kick, ist ja eine Casino, oder er holt sich das Geld von armen Leuten, die sich das im Casino leer zocken. Da kommt Kick ist von Casino-Leuten. Ja, die werben ja auch damit, dass das die Plattform ist, wo keine Regeln gelten, so nach dem Motto, in Anführungszeichen. Also du kannst da Gambling-Content machen, du kannst da allen möglichen Scheiß machen, der bei Twitch verboten ist. Mhm. Aber 100 Millionen ist natürlich eine Stange Geld, ne? Muss man halt auch so sagen. Damit segnest du ja, sofern du halt nicht Boris Becker bist, auch deine nächsten Generationen, kannst du dafür sorgen, dass die ein gutes Leben führen. So. Kann man viel Gutes tun. Keine Ahnung, also Glücksspielaufklärung.
Ich kann mir nur vorstellen, dass der niemals die Kohle erhalten wird. Das glaube ich nämlich auch. Weil, ich glaube, also, das ist ein Scam. Das wäre noch übler. Ich glaube, die blasen sich gerade voll auf und versprechen Streamerinnen und Streamern irgendwie den geilsten Scheiß, damit die Leute drüber reden, so wie wir gerade im Podcast. Und dann wird das alles einfach den Bach runtergehen. Das ist meine Theorie. Ja, aber du wirst ja irgendwie so Tranchen kriegen müssen zumindest. Weißt du so, das heißt also... Ja, also der wird jetzt nicht erst in 2 Jahren die ganzen 100 Millionen auf einmal bekommen, sondern wahrscheinlich hat er jetzt schon mal 15 oder so. Dann wird er natürlich auch schon über, gut. Social, über Media auch laufen, oder? Das wird auch gebartert sein mit Sachen, die er halt bekommt. Dafür kann er, weiß ich nicht, ganz viel Geld im Casino-Slot umsonst rollen, so in die Richtung, oder? Ich weiß, der hat gar keinen Casino-Content gehabt, glaube ich. Nee, der ist eigentlich gar nicht so ein Gambling-Content-Creator. Der verdient jetzt, ich hatte gelesen, LeBron James hat irgendwie 2-Jahres-Vertrag für 96 Millionen Dollar unterschrieben. Ja. Doch, hat er, doch, er ist ein Gambling, er ist ein Gambling-Content-Creator, sorry. Ah, okay. Ja, dann ist er ja sowieso da affin für und dann ist ihm das wahrscheinlich eher egal. Aber ja, ich glaube, wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn YouTube ankommen würde, keine Ahnung, Facebook, was weiß ich, was das alles gibt für Streaming-Plattform, Twitter meinetwegen, dann würde ich, glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken die 100 Millionen absegnen. Bei Kick würde ich zumindest kurz einmal überlegen und dann wahrscheinlich auch absegnen bei 100 Millionen, aber es ist halt... Man muss ja, halt einmal kurz nachdenken, ja, weil das ist jetzt schon echt scheiße, aber 100 Millionen sind doch echt 100 Millionen, ne? Also ja, da muss man auch mal drüber nachdenken. 100 so. Millionen sind doch einfach mal so 100 ja. Millionen. Aber guck mal, fällt dann die Frage, 75 Millionen Cash und 25 Millionen Casino-Zeug. Ja, guck mal. Jeder Mensch hat seinen Preis. Ja. Ja, und 100 Millionen ist schon ein ganz schön hoher Preis, muss ich sagen. Und sind halt auch 100 Millionen. Ja. Also die größte Kategorie auf Kick ist auch Slots und Casino. So. Und ja, das ist halt da einfach dann so ein Ding. Ne? Da steckt natürlich viel Kohle hinter. Ich könnte mir... Ja? Na, ich schreibe gerade, aber für jeden 100 als 500, also 500 Millionen. Ich glaube, wir können auch mit 100 Millionen leben. Ich glaube, das wäre auch gerade noch okay. Ich glaube, die kriegen wir auch noch unter uns aufgeteilt. Ja. So. Das ist auch noch okay. wir könnten allen von Team Pete's Vita, also nicht nur uns fünfen, sondern halt auch noch den Cuttern und den anderen allen. Der Community. Was, alle außer Jules also, würden wir bekommen. Alle außer Jules, alles klar, der Arme. Der arme Zurpel. Der kriegt ein voll vergoldetes, der arme Zurpel-Schild. Vorher würde ich aber umziehen, also würde ich nicht nach Deutschland, würde ich irgendwie kurz nach Monaco ziehen oder Malta oder sowas. Ja, ist doch okay. Bevor wir das unterschreiben. Was ich mir aber vorstellen könnte, also ist erstens, dass das natürlich so ein bisschen scammy alles, dieses Kick-Ding. Ja, das ist schon. Es ist aber auch natürlich die Frage, wie lange das überhaupt erreichbar ist. Wenn da halt so viele Sachen passieren, die eigentlich illegal sind, zum Beispiel in Deutschland, muss es ja nur eine gewisse Größe erreichen, bis es entweder geregelt oder gesperrt wird sozusagen. Deswegen ja. Keine Ahnung. Aber das ganz ehrlich, auch selbst nicht, Twitch haben ja die meisten Politikerinnen und Politiker nicht am Schirm. Von daher kann Kick erstmal noch eine ganze Runde wachsen, nehme ich mal an. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel ist dann im Zweifel aber auch Regularien auf Twitch durch nur TOS und nicht durch Recht. Da bin ich mir dann auch nicht immer sicher. Tja, ich bin ja auch kein Rechtsanwalt. Man hatte ja das, auch nicht. Wir hatten ja damals die Sache, dass YouTube ja auch ihre Livestreams hart gepusht hat. Na, wir haben ja auch teilweise darauf gestreamt. Und dann ist, glaube ich, auch Twitch auf die Idee gekommen, oder Amazon, oh shit, wir müssen da mal was machen. Und dann kamen ja diese Free Subs, die Prime Subs dazu. Ja. Und wenn jetzt Kick wächst, ist das ja auch eine ernstzunehmende Konkurrenz, weil, ne, das ist ja schon jetzt durch die Medien gegangen, sage ich mal. Und wenn das halt vielleicht dann, wenn die dann nochmal irgendwie 20 Millionen selbst in die Hand nehmen würden, würden sie wahrscheinlich auch immens viele Streamer von Twitch auf Kick ziehen. Und dann muss Twitch mal gucken, was sie machen und dann nicht mal ihre komischen Policies raushauen, die sie halt vor kurzem rausgehauen haben. Also nicht, ich glaube, da müssen sie... Ja klar, müssen sie ja darauf dann achten. Irgendwie wenn müssen sie schon reagieren, wenn sie haben. Zu viele Leute verlieren, denke ich auch mal. Also Konkurrenz belebt immer das Geschäft, auch wenn die Konkurrenz zwielichtig und moralisch fragwürdig ist, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Meiner Meinung nach zumindest. Diese Seite ist halt auch echt. Uiuiui. Ja, also das was machen fand die ich Leute da Fall so? Scouts oder was? Ja, du kannst halt da auch, ne? Also da wird halt. Da titten?
Also Porn darfst du nicht mehr streamen scheinbar. Das war bis vor kurzem noch so, aber mittlerweile... Das, dann fangen sie jetzt auch schon an zu regulieren, ja? Ja, das geht schon los. Haben sie doch gemerkt, dass man... Aber du kannst noch in deinen Titel schreiben, so hey, nach diesem Stream gibt es bei mir bei OnlyFans einen kostenfreien Stream, also schaut da gerne vorbei. Du darfst sogar auf andere Plattformen verlinken, das ist aber auch... Ja, der XQC-Deal war ja auch nicht mal exklusiv, ne? Der kann ja auch noch gleichzeitig auf Twitch streamen. Ja, wobei da ja die wichtige Sache ist, ein Teil davon ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist, dass er halt sogar muss, damit er quasi erst auf Twitch streamt, um dann zu sagen, hey, pass auf, das geht jetzt da und da weiter. Ja, das heißt nicht gleichzeitig. Achso, ja, okay, verstehe. Wenn der ganze Casino-Schmutz wie Skurrus und Orange Morange darüber gehen nach Kick, dann bin ich da auch nicht traurig drum. Ja, was hier ehrlich, auch, also. Das ist schon bezeichnend, welche Menschengruppe da als erstes war, wo ich mir denke, natürlich. Okay, will ich damit ins Boot steigen oder bleibe ich lieber hier? Dieses für 100 Millionen, alles hat seinen Preis. Das Peter. Schon? Alles hat seinen Preis. Aber wir werden natürlich auch nicht 100 Millionen wert, so, das kommt ja auch noch dazu. Das sind ja auch deutlich kleiner. Das ist ja eine Zahl, die nicht annähernd realistisch bei uns wäre. Das ist richtig. Aber ist schon wild, was da aktuell gerade alles passiert. Diese Summe, mit der da durch die Gegend geworfen wird, das ist alles... Wirklich, das ist immer noch nicht genug. Das ist unserem Business natürlich auch nicht hundertprozentig zuträglich, wenn halt irgendwelche... Also wenn die Meinung von Livestreams auch dadurch in der Öffentlichkeit ein bisschen beeinflusst wird, dass die großen Schlagzeilen halt sind, jemand geht für 100 Millionen zu dieser und dieser Plattform und dann immer im Kontext gesetzt wird. Glücksspiel verherrlicht. Genau. Und das sind diese Nachrichten, die über unseren Job sozusagen in den Medien dann auch mal die öffentlichen Medien erreichen, ist das, glaube ich, eher negativ. Was ist denn daran gut? Oder war das ein Scherz? Das ist aber auch nicht so Schlechtes dran. Das ist so eine neutrale Aussage. Du wirst halt schon in so eine Schmuddelecke wirst du halt gebracht, wodurch Leute dann weniger natürlich Werbung schalten. Deswegen ist ja YouTube auch werbungstechnisch so viel stärker als Twitch zum Beispiel. Ach so, aus der Perspektive, ja, okay, klar, natürlich, ich dachte jetzt für uns als Pietsmiet, ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss für uns hat, wenn da halt irgendwelche Leute auch zu Kick gehen oder sonst irgendwo. Nee, das ist nur ein allgemeines Ansehen unserer Branche, was dadurch geschadet wird. Meinst du wirklich? Ich glaube, die Leute unterscheiden schon hart zwischen Leuten, zwischen dann von mir aus YouTubern, Twitchern und Kickern. Nee, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Ich rede jetzt wirklich von den Basic-Leuten, die keine Ahnung davon haben. Und die lesen diesen einen Olaf Artikel Scholz. Und ich sag denen dann, ich stream halt im Internet. Ach so, ja, da, ne, habe ich letztens gelesen, ja. Die machen ja nur irgendwie, der eine da, ganz komisch. Nur ja, Glücksspiel, gut, aber Peter, ganz ehrlich, wie bisher also, ja. Ja, aber Sau sind die, weiß, was sind die großen Parteien nicht eh für Glücksspiel? Also in Deutschland wäre das doch eine gute Sache. Also in Deutschland sind die doch pro Glücksspiel, haben sie doch gerade erst noch verabschiedet, dass in allen Bundesländern das Glücksspiel erlaubt ist und so. Ja, mega. Ob das jetzt deswegen, keine Ahnung, in der Bevölkerung gut ankommt? Nee, das nicht. Wobei, mega. Die wählen die ja auch. Ne? Also. Ja, also, das geht ab. Was hattest du denn noch, Jay? Ohne Sport geht nicht. Transferphase Borussia Dortmund. Aber das ist, das ist aber auch interessant, was Peter und Bram dazu sagen. So, okay. Das halt, ich finde das tatsächlich relativ schwer. Aktuell, das ist noch nicht vollzogen, aber aktuell wird Dortmund halt mit Felix Nmetscher von Wolfsburg in Verbindung gebracht, dass Dortmund den holen will. Und der ist hocherzreligiös und durchaus homophob. Ach, also öffentlich? Der hat schon Videos geteilt, die sehr homophob und transfeindlich sind, ja. Oh, das ist schwierig. Und da ist halt die Frage, das finde ich ganz schön scheiße, also nicht die Frage, sondern das finde ich erstmal ganz schön scheiße, dass Dortmund, selbst wenn er halt gut ist, so jemanden holen will, weil das passt halt so gar nicht. Und das passt ja auch eigentlich nicht ganz zu den Werten, für die Dortmund steht. Nee, finde ich halt auch so. Und also auch recht öffentlich steht auch, sozusagen. Da habe ich auch Angst vor, dass das halt wirklich dann der Fall ist, dass das machen. Ich hatte jetzt nochmal gesehen, dass es wohl ein Treffen gibt mit den BVB-Bossen, um quasi schon mal so Statements zu finden, um quasi zu sagen, okay, er kommt, aber hey, der ist natürlich nicht homophob und ja, Gott ist für alle und so weiter, aber also ich habe Bauchschmerzen bei der Sache, aber ich kann ja nicht, also ein Spieler ist halt nicht größer als der Verein, aber wenn der halt Tore schießt, dann kann ich mich nicht freuen. Nee, das fuckt mich halt hart ab.
Wenn er halt, also keine Ahnung. Also das ist bisher aber nur gerüchtemäßig quasi? Ne, der hat halt, also ne, ich habe ja gerade mal so einen Artikel offen, der hat halt, also das ist ein schon heißes Gerücht, dass der zu okay. Dortmund wechselt. Aber der, weil ich halt, der hat sowas wie, keine Ahnung, zum im Juni zum LGBTQI Month oder Pride Month hat der quasi so ein erzkonservatives Video geteilt, wo Pride halt als Teufel dem Teufel Scheiße, zugeordnet wow. wird und so was. Also solche Sachen halt, so schwierig. Ja, das finde ich nicht geil. Schwierig. Das finde ich nicht ganz geil. Also ja, du kannst natürlich religiös sein und so weiter, aber dann halt wenigstens die Fresse. Und sagt das nicht öffentlich. Ich meine, für so jemanden wie Dortmund ist ja auch, jetzt aus einer geschäftlichen Perspektive, ist natürlich wichtig, dass die Spieler gut sind und Tore schießen und so weiter und so fort. Ja. Aber Marketing ist doch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ja, der wird auch nie von den Fans akzeptiert. Glaube ja. ich. Was ja, natürlich auch wichtig ist. Ja, das wäre natürlich jetzt noch der Mega-GAU, wenn das halt nicht so ist, weil... Naja, nein, das halt glaube ich nicht. Da, also das kann ich ja, mir das nicht sagst vorstellen. Du jetzt, also dein, aber dein das Wissen, das wusste ich ja auch nicht, bis ich darüber gelesen habe. Ich wusste, ja, das ist halt ein Wolfsburger, keine Ahnung, weil interessiert mich ein Wolfsburger so in der Art. Aber ne, wenn du dann halt so liest, okay, der ist halt homophob oder sowas, wenn dann halt jetzt da die Medien drüber berichten, finde ich das eine ganz gute Sache. Weil dann hoffentlich da auch sensibilisiert wird dafür, dass sowas nicht angefeuert wird dann in Dortmund, wenn die den wirklich holen sollten. Also, er hat den Chat geschrieben, der spielt auch in der Nationalmannschaft. Ja, sonst wird der ja nicht zu Dortmund gehen. Also was heißt, das wäre der, Dortmund holt ja kein, also will ja keine offensichtlich schlechten Spieler holen, außer sie heißen Nico Schulz. Nee, er meint damit, dass der ja aktuell schon sehr big in business ist. Ja, sicher, der ist halt talentierter Spieler. Ja. Das ist er schon, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn der auch jetzt nicht homophob wäre, wäre das jetzt auch nicht der schlechteste Transfer, den man machen könnte. Weiß ich aber auch nicht. Tja, das ist alles ein bisschen belastend, muss ich sagen. Ja. Würde ich mir jetzt natürlich wünschen, dass Dortmund das nicht macht. Nee, fuck mich auf jeden Fall ab, sage ich dir. Also, ja. Aber gut, dadurch werde ich halt trotzdem Dortmund-Fan bleiben, so in der Art. Aber geil ist das nicht. Und das bringt mich auch zu denken über die Vereinsführung, ne? Wenn die halt da einfach drauf scheißen würden. Ja gut, da denkst du aber jedes Jahr drüber nach, Jay. Das ist jetzt... Aber es gibt genug gute Spieler. Ja, das also stimmt. Brauchst du nicht unbedingt dann dir den holen. Naja. Auch, also Dortmund ist ja auch, wenn ich die Tweets, die ich mal gesehen habe, die waren immer sehr positiv bei diesen Themen eigentlich. Ja. Stehen für Liebe für alle und so weiter und so fort. Ja, wäre das ja irgendwie so ein bisschen komisch. Jetzt fragen sie, na, bist du wirklich homophob? Nee, bin ich nicht. Und nee. Ah ja, dann ist okay, er kann es ja unterschreiben. Ja gut, vielleicht war das ja ein Missklick. Aus Versehen falsch geteilt, weil er sich selbst damit auseinandersetzen wollte. Habt ihr das EM-Maskottchen gesehen? Ja, das Bärchen, das da konnte man doch abstimmen. Man konnte abstimmen, das können wir eigentlich mal vorlesen. Hast du das gerade vorliegen? Ja, wir können also das ist, ne, das Bärchen, das musst du halt googeln oder sowas, aber man kann, glaube ich, abstimmen. Wie das heißen soll. Albert, also Albert, Bernardo oder Herzi von Bär. Hey, gab es nicht vier Sachen? Haben sie eins schon ausgeschlossen? Bernhard. Nee, Bernhard, also Hart wie das Herz. Oh, ich hätte den Mastobär genannt. Ich mag immer noch Pedobär eigentlich. Pedobär finde ich am besten. Pedobär ist super. keine Ahnung, dieses Ganze ist einfach wieder alles cringe. Bärbär wäre auch. Weiß ich nicht, mach doch coole Namen. Oh, gab es nicht jetzt diesen Kokainbär, habe ich jetzt gesehen, dass man den gucken kann. Ja, den Film. Ja, Cocaine-Bär. Ich glaube, ich bin für Bernhard. Und ein Bärbock. Bärbock, ja, Bärbock ist auch super, ey. Bärbel wäre auch einer meiner liebsten Namen. Ganz ehrlich. Bärbel fände ich auch richtig gut. Das ist großartige Vorschläge. Komm, wir haben noch eine Frage hier. Und zwar von Henning: Was sagt ihr zur Entwicklung der Embracer Group? Zum einen haben sie durch eine Übernahme die Rechte von Herr der Ringe 2022 gekauft und haben groß angekündigt, Herr der Ringe wieder groß vermarkten zu wollen. Zum anderen haben die jetzt ein striktes Sparprogramm angekündigt, wo auch Studioschließungen,
Personalabbau und der Abbruch von Projekten im Raum stehen. Immerhin stecken in der Embracer Group die Studios von Spielen wie Gothic, Gothic Remake, Wreckfest, Kingdom Come, Satisfactory, Gold Simulator, Borderlands, Saints Row, Tomb Raider und so weiter, welche ja auch dem einen oder anderen von euch beliebte Spiele sind. Danke, Henning. Es ist ein bisschen problematisch, weil ich habe das nie verstanden, wie die ganzen, wie die alles kaufen können, obwohl da nicht so erfolgreiche Spiele bei rumkommen. Verstehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich der Trick. Wenn du genug schlechte machst, dass du bist too big to fail, weißt du? Du musst einfach so einen Scheich haben. Scheich ist auch so eine unendliche Quelle von Geld. Damit geht das. Aber wenn du den nicht hast, sind doof. Also da sind irgendwelche Investoren drin, aber ich habe keine Ahnung, woher die Kohle kommt und warum die diese Käufe da teilweise als sinnvolles Investment gesehen haben. Da habe ich mich jedes Mal, okay, wir kaufen wieder das. Immer irgendwo reinstecken, oder? Manches fällt halt, manches nicht. Wenn eins davon nicht fällt, ist das doch gut. Und das halt richtig viel Asche abwirft. Ja, aber da ist halt jetzt auch, ich wüsste jetzt nicht, was die gemacht haben, was in letzter Zeit richtig erfolgreich war. Ja, okay, das ist natürlich die Sache. Das ist halt dann natürlich blöd, wenn du dann halt falsche Investment nimmst. Aber ja. Ich meine, guck dir auf Saudi-Arabien an, wo die halt, die investieren in jede Sportart gefühlt. Also, und verdient sich da einen Arsch voll Geld mit. Was mich nur gerade überrascht hat, ist, dass auch die Sachen mit Tomb Raider, aber Tomb Raider ist doch eigentlich Eidos Montreal, und ich dachte, Eidos Montreal wäre Square Enix. Eigentlich schon. Deswegen bin aber ich ein bisschen verwirrt. Aber ist denn Borderlands ein Fail? Nee. Ist Tomb Raider ein Fail? Also Borderlands glaube ich nicht. Ich glaube, Borderlands hat sich sehr gut verkauft, aber das war... Factory war da auch ein gutes Indie-Spiel. Rechte liegen beim Embracer, okay. Ja, also die haben halt noch keinen Tomb Raider rausgebracht. Ich glaube, unter Embracer wurde auch noch kein Borderlands rausgebracht. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob beim Dreier war das ja noch Dingens. Ja. Ja. Deswegen weiß ich, also ich, was mich gerade interessiert, ob Herr der Ringe Gollum da mit Teil von dem war. Oder ob das, der gar nichts damit zu tun hatte. Das weiß ich nämlich tatsächlich gerade. Das wäre noch geiler, wenn so eine ganze Group dahinter steht und keine Ahnung, wie viele Investoren und die dann auch noch Geld von der deutschen Bundesregierung sich wieder abzwacken. Das würde mich nicht wundern. Da gehe ich von aus. Aber das scheint bei Gollum scheint das nicht so zu sein. Das war selbst für die zu schlecht. Ja. Also, da passieren ja auch ein paar Dinge, aber so auf den richtigen Banger warte ich noch von denen und haben die wohl selber dann auch gemerkt, so, ey, scheiße, irgendwie dieses Ganze immer nur Geld rein investieren und nichts rausbekommen, funktioniert auf Dauer irgendwie nicht so gut. Na, vor allem jetzt, wo dann auch alles, das Geld nicht mehr so locker ist, nenne ich es mal. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Also, mal gucken, was da passiert. Aber ist das nicht immer so, dass das so gemacht wird, du kaufst erst ein Unternehmen und dann denkst du dir, geil, jetzt halten wir kurz die Füße still, bis alles übernommen ist und dann schmeißen wir sowieso die Hälfte der Belegschaft raus, weil wir müssen das Geld ja auch irgendwie wieder reinkriegen. Gar nicht so selten, ja, häufig hast du natürlich auch... American Way of Life. Manchmal ergibt das ja auch Sinn, weil du so Synergien hast, wo das keinen Sinn ergibt, einfach von beiden Unternehmen, die du gekauft hast, die IT-Abteilung zu behalten. Weil du brauchst halt nur eine und dann nimmst du noch von der einen so 20% und dann reicht das genau, für alle eigentlich. Genau, outsourcest du noch die andere Hälfte und dann ist sowieso noch drei Leute da. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Und dann wunderst du nicht, da 5 Jahre das nicht läuft und dann verkaufst du wieder. Also, lieber Henning, wir wissen nicht, also das ist alles ein bisschen komisch. Wir hoffen einfach mal auf gute Spiele. Das ist das, was wir hoffen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Vom Gothic Remake hat man jetzt auch schon sehr lange nichts mehr gehört. Gar nichts mehr. Da hatte ich auch noch Computer-PC-Game-Show. Hätte ich auch gehofft, dass da was zu kommt. Die werten das halt noch aus. Das dauert ein bisschen. Mhm. Also Henning, das war unsere Antwort. Vielen lieben Dank für deine Frage, auch für die anderen Fragen. Petecast@petesmit.de, da könnt ihr die hinschicken. Und wir sind am Ende angekommen vom Petecast. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und